Okay, also wir sehen schon, die Themen werden wir jetzt auch entsprechend gewichten. Ich denke, wir gehen aber auch bei den Folien stark auf Ihre Referenzen ein. Wir haben das Thema Chancen und Möglichkeiten ganz vorne stehen mit einer großen Mehrheit. Das zweite Thema ist der Punkt 3. Dementsprechend werde ich auch jetzt über die Folien entsprechend mit einer gewissen Zeitverfügung drüber gehen und wir auch Ihnen die Möglichkeit bieten, weitere Fragen zu stellen, auch jetzt hier bei System. Also da wäre es natürlich gut, wenn noch Fragen auftauchen, dass Sie die gleich stellen. Die können wir dann sofort beantworten oder vielleicht auch im Anschluss. Ich gehe trotzdem jetzt mal der Reihenfolge nach durch. Wann läuft die SAP-Wartung denn aus? Das ist immer eine Frage, die wir immer wieder gestellt bekommen. Diese Fragen, die wir hier alle haben, das sind Fragen, die in zig Workshops mit Wirtschaftsunternehmen und Kommunen und Betrieben immer wieder nach oben kommen. Deswegen haben wir diese Fragen auch in den Vordergrund gestellt. Der erste Punkt ist das Thema, wann läuft die R3-Wartung aus? Die Frage dient für mich jetzt als Vehikel, Sie auch auf den Weg und auf diese Zeitplanung hinzuweisen. Die aktuelle Information von SAP ist, dass das R3-System, die Business Suite 7, bis Ende 2027 bereitgestellt wird und auch gewartet wird und anschließend bis 2030 eine optionale Extended-Wartung stattfinden kann. Das heißt, natürlich muss man damit rechnen, dass dann gesetzliche Neuerungen etc. aber an gewissen Zeitpunkt nicht mehr in dieses ERP R3-System einfließen. Das heißt, bis 2027 macht es natürlich Sinn, rauszugehen aus diesem R3-System und ins S/4HANA-System reinzugehen. Die optionale Extended Wartung, also die nachfolgende Wartung, wird SAP sicherlich zu speziellen Konditionen anbieten. So kennen wir das von der SAP. Und am Schluss wird natürlich eine große Bugwelle von Kommunen, von Wirtschaftsunternehmen kommen, die sagen, jetzt müssen wir aber dringend raus. Das heißt, dann wird man auch ein Kapazitätsproblem bekommen, was externe Belader anbelangt. Das ist sehr wichtig. Sie haben aber natürlich im kommunalen Bereich auch noch einen anderen Antrieb. Das ist das Thema Onlinezugangsgesetz. Das Onlinezugangsgesetz setzt Sie natürlich auch unter Handlungszwang. Und der Handlungszwang, Ergebnisse zu erreichen, die heute oft nur mühselig mit den aktuellen ERP-Systemen erreichbar sind oder vielleicht auch gar nicht. Oder Sie müssen Kosten investieren, die Sie dann bei 2022 wieder auslaufen, weil Sie dann sowieso in ein anderes System gehen müssen. Also zwangsläufig ist man dazu angehalten, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Wie gesagt, diese Folie ist eine informative Folie, um einfach mal den aktuellen Stand aufzuzeigen. Der nächste Punkt ist ja der Punkt, der das meiste Interesse hervorgerufen hat. Welche Chancen, genau, welche Chancen und Möglichkeiten bringt ein neues ERP-System? Wir haben jetzt erkannt, dass ERP bedeutet, nicht nur Finanz- und Rechnungswesen zu integrieren. Ein integriertes ERP-System integriert möglichst viele, maximal alle Prozesse in einer Kommune. Wer von Ihnen, das ist jetzt mal meine Frage, hat denn das SAP-System über den Finanz- und Rechnungswesenbereich schon hinausgehend ausgerollt? Beschaffung etc. Vielleicht könnten Sie mir da mal Handzeichen geben, das wäre sehr interessant für uns. Okay. Also wir sehen schon, es ist schon in diesem Bereich noch ein großes Weiterentwicklungspotenzial vorhanden. Mit der intelligenten ERP-Software Suite können wir über einen gewissen Zeitraum eine maximale Integration vorantreiben. Das bedeutet natürlich auch, dass ein Projekt, das sich mit dem Umstieg auf SAP S/4HANA beschäftigt, nicht alleine aus Finanzen Controlling getrieben werden sollte, sondern über die ganze Organisation auf hoher Ebene in der Kommune aufgehängt werden muss. Sicherlich gibt es Bereiche, die am Anfang wenig liebäugeln, in ein ERP-System integriert zu werden. Aber es macht schon Sinn, sich Gedanken darüber zu machen,
Wie weit können wir da gehen? Welche Bereiche sind denn integrationsfähig? Welche Bereiche werden wir weiterhin über externe Softwareprodukte betreiben müssen? Und wie gehen wir mit der ganzen Geschichte um? SAP selbst bietet mit dem neuen S/4HANA-System eine prädefinierte Benutzererfahrung. Was bedeutet das? Wir haben vorhin einige Fiori-Apps schon gesehen, wir haben einige Anwendungen gesehen. Was in SAP heute sehr gut ist und was auch immer in allen Projekten, wo wir unterwegs sind, toll ankommt, ist, das sind die Analytik-Apps. Wir haben hier Analysen auf einen Blick. Das heißt, früher in den vielen alten ERP-Systemen muss ich erstmal eine Auswertung machen, muss unter Umständen die Auswertung in Excel wieder importieren, muss diese in Excel aufbereiten. Das benötigt man zu den größten Teilen nicht mehr. Die Fiori-Apps werden heute in reichhaltiger Form dargestellt. Es gibt ganz viele Analyse-Apps mittlerweile. SAP arbeitet hier mit Hochdruck daran, alle notwendigen Analysen für alle Geschäftsbereiche, für alle Businesses bereitzustellen, die angefordert werden. Das heißt, wir können hier über die Analyse-Apps direkt jeden Tag gleich in der Früh unseren Geschäftsbereich in einem Blick bewerten. Wie sind unsere Finanzkennzahlen? Haben wir Mahnungen ausstehend, etc.? Ich brauche keine Auswertungen mehr machen. All das sehe ich mit einfachen analytischen Apps. Wenn mich weitere Details interessieren, klicke ich drauf und bin sofort in den Belegen drin. Kann anschauen, woran liegt es denn? Welche Mahnung hängt denn? Wo ist denn das Problem? Ich muss nicht langwierige Auswertungen vorher fahren. SAP kann auch bietet auch die Möglichkeit, die künstliche Intelligenz zu integrieren. Das haben wir vorhin ja auch schon gesehen mit Bots, mit anderen Sachen. Die Prozesse werden auch auf eine neue Generation gehoben. Prozesse ist wichtig zu wissen, das haben wir vorhin schon gehabt. Es gibt bei SAP Best-Practice-Prozesse. Diese Best-Practice-Prozesse sind für jeden Berater und für jeden Partner von SAP auch verfügbar über das Internet von SAP. Diese Prozesse haben Einführungsleitfäden, die haben Beispiele drin, die haben Testleitfäden. So ein Prozess ist heute relativ einfach und relativ schnell einführbar. Man kann, und da kommen wir auch später drauf, in einer Implementierungsphase oder auch in der Vorbereitung der Implementierung schon sich damit beschäftigen, welche Prozesse brauche ich denn? Und kann sich schon relativ schnell auch ausrechnen, was wird mich denn die Implementierung später kosten? Was ist denn da für ein Aufwand dahinter? Ich kann das gut vergleichen. Die Implementierung wird durch jeden Partner dann identisch durchgeführt. Was bietet SAP noch? Das neue S/4HANA-System bietet auch die Möglichkeit, verschiedene Systemlösungsstrukturen durchzuführen. Natürlich werden Sie, gehe ich jetzt mal davon aus, nicht eine reine Cloud-Lösung bevorzugen. Reine Cloud-Lösungen treibt SAP natürlich voran, aber Sie können auch Ihre Daten on-premise, das heißt im eigenen Rechenzentrum halten und trotzdem über eine hybride Bereitstellung Cloud-Anwendungen nutzen. All diese Lösungen haben Sie. Cloud-Lösungen von SAP, andere Systeme von SAP, weitere Systeme wie zum Beispiel BI. Ich kann ein BI-System auch mit einbinden. Brauche ich dieses BI-System? Im ersten Schritt würde ich noch nicht sagen, ich brauche es dringend, ich brauche es zwingend. SAP bietet über die Analyse-Tools und über Analyse-Apps vieles an. Man sollte sich deswegen vorher, bevor man so ein Projekt beginnt, auch damit beschäftigen, was benötige ich denn alles. Sicherlich, BI hat sehr viele Vorteile. Das BI-System hat dahingehend sehr viele Vorteile, dass Sie natürlich in der Lage sind, auch externe Systeme über BI in Ihre ERP-Kernsystemwelt einzubinden. Ich gehe davon aus, dass Sie weiterhin auch externe Systeme haben werden und deswegen macht es Sinn, sich dann Gedanken zu machen in einem Projekt. Wie gehe ich mit diesen externen Systemen an? Binde ich die externen Systeme über das BI-System, zum Beispiel in der Planung, an mein ERP-System an? Das heißt, ich bekomme aus den Bereichen, die nicht mit SAP direkt arbeiten, über BI Launchpad-Funktionen meine Informationen ins ERP-System transportiert. All dies ist heute schon möglich. Das sollte man aber in einem Projekt dann individuell für sich ausarbeiten. Okay, jetzt muss ich auch mal auf die Uhr schauen, zwischenzeitlich. Ich würde jetzt mal, wenn hier nicht Fragen sind noch, ich habe das Thema BI. Okay.
Genau, danke. Ich hoffe, zum Thema BI ist es verständlich. Also es ist nicht zwingend nötig, aber es hat sehr viele Vorteile, gerade wenn man externe Systeme anbindet oder wenn man Prozesse über sein ERP-System hinaus mit Einbindung externer Systeme gestalten will. Ein klassisches Beispiel ist der Planungsprozess zum Beispiel. Jetzt würde ich mal dazu kommen. Wie hilft mir ein neues ERP-System, meine Anforderungen in der Zukunft zu erfüllen? Zuallererst muss man natürlich sagen, jeder ERP-Hersteller wie SAP auch arbeitet nur noch an diesen modernen neuen Systemen. Die alten Systeme werden irgendwann nicht mehr weiterentwickelt. Der Trend geht ja hin zur Smart City. Smart City wird sich mit A3 nicht verwirklichen lassen langfristig. Das heißt, man muss hier raus. Zwangsläufig, klar, natürlich auch, weil die Wartung ausläuft. Im öffentlichen Bereich kann ich natürlich kein System gebrauchen, wo keine Wartung mehr läuft. Das ist in meinen Augen auch nicht möglich. Man bewegt sich hin zu S/4HANA oder zu alternativen Systemen. HANA, S/4HANA-System hat den Vorteil, dass auch weitere Produkte, die in der Cloud stattfinden, von SAP, zum Beispiel Ariba im Beschaffungsprozess, oder Hybris oder SuccessFactors, Fieldglass ohne Probleme angebunden werden können. Das heißt, man kann Cloud-Funktionen von SAP auch mit nutzen und kann die an sein On-Premise SAP S/4HANA-System einfach und ohne Reibung, sage ich jetzt mal, Reibungsverluste anbinden. Also SAP, Entschuldigung, nicht S/4HANA, aber SAP hat auch im Internet, ich habe auch mal die Internetseite dazu mit aufgeschrieben, eine eigene Roadmap für die Stadt der Zukunft. Wie entwickeln sich unsere Kommunen weiter? Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Unsere Kommunen werden sich digitalisieren. Die werden sich weltweit digitalisieren. Und SAP geht hier mit. SAP ist hier mit einer eigenen Roadmap da. Die Roadmap kann man sich auch anschauen im Internet. Da stehen auch die Funktionen, da stehen auch die Anwendungen, die in diesem Zeitplan geplant sind, drin. Also man kann sich mit der Thematik beschäftigen, man kann sich auch gemeinsam damit beschäftigen. Man kann auch schauen, wenn man jetzt Bedürfnisse hat, wo sind denn die auf der Zeitleiste von SAP untergebracht? Man wird natürlich nicht in eine komplexe digitale Zukunft von heute auf morgen gehen, sondern auch das wird in einer Roadmap in der eigenen Kommune geschehen müssen. Eine Kommune wird eine Roadmap entwickeln und wird dann letztendlich auch synchron zur Roadmap zum Beispiel von SAP eine eigene Strategie entwickeln. Welche Schritte mache ich wann? Sicherlich, auch da ist es wieder möglich, Apps und externe Systeme anzubinden. Darauf ist auch das S/4HANA-System als Core-ERP-System ausgerichtet. Okay, warum starten? Warum wollen wir jetzt schon loslegen? Das ist eine Frage, die ich immer wieder höre, auch in der freien Wirtschaft. Ja, wir haben doch noch Zeit und SAP verlängert auch immer. Wir können uns doch noch Zeit lassen. Man muss sich mit dem Thema beschäftigen, das ist zwingend notwendig. Ganz rechts oben steht, was wir von Rödl und Partner anbieten oder was wir als ideales Vorgehen sehen. Das heißt, die digitale Roadmap besteht aus drei Bausteinen. Das ist die Analyse, das ist der Vergabeprozess und das ist die Implementierung. Man macht oft den Fehler zu denken, okay, ich mache jetzt eine Ausschreibung, dann kommt jemand und dann habe ich die digitale Zukunft. So ist es nicht. Dafür ist viel, viel Arbeit vorher zu leisten. Und diese Arbeit muss natürlich auch auf interne Kapazitäten zugreifen, auf Wissen zugreifen. Das heißt, je früher ich starte, desto mehr kann ich meine internen Kapazitäten nutzen, desto mehr Akzeptanz kann ich intern erzeugen. Auch die Aussage, jawohl, wir wollen ein hochintegratives ERP-System für die Zukunft. Wir wollen weitere Bereiche mit integrieren. Das kann ich nur machen, wenn ich strategisch vorgehe, wenn ich strategisch schrittweise in einzelnen Schritten diese Bereiche mit einbinde. Ich benötige Zeit dazu. Man muss umdenken, man muss Umdenkprozesse anstoßen, man braucht die Berater, man kann dann auch an die Weiterentwicklung und die Bedarfsabdeckung auch aus der eigenen Organisation heraussteuern. Die Risiken, wenn man zu spät beginnt, die sind enorm. Die Risiken werden vor allem zum Schluss, letztendlich Richtung 2027, sehr stark in den Vordergrund treten. Das heißt, Risiken natürlich interne Kapazitäten, ganz klar.
aber auch was die Beraterkapazitäten anbelangt. Es werden dann Richtung 2027 sehr viele Projekte aus der freien Wirtschaft kommen, die sich mit dem Thema S/4HANA beschäftigen, weil es dann halt wirklich schnell gehen muss. Und dann wird mit Sicherheit auch, und das merken wir ja auch heute schon, jetzt durch Corona ist es leicht ausgebremst, dann wird auch ein Kosten- und Überbietungswettbewerb stattfinden. Das Thema, die Kosten gehen in die Höhe. Das Thema auch natürlich, wie kann ich denn meinen internen Zeitplan, wie kann ich meinen Roadmap-Plan noch einhalten? Ich komme dann letztendlich in Konkurrenzzwänge. All das lässt sich verhindern, indem man frühzeitig sich mit der Thematik beschäftigt, indem man in Stufen eine eigene Strategie entwickelt, eine eigene Roadmap.